Hallo und herzlich willkommen zu Game Dev Tycoon. Weiter geht's mit unserer Firma Raxo Evolution. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Der Bundeskanzler-Simulator wird wahrscheinlich gleich wieder vom Markt genommen. Ich habe jetzt schon ein bisschen nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung, was wir als letztes gemacht haben. Vielleicht soll ich nochmal einen Spielbericht für den Bundeskanzler-Simulator erstellen. Der ist, soweit ich weiß, halbwegs okay angekommen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich nehme das hier auf, da ist die erste Folge von Game Dev Tycoon noch gar nicht rausgekommen. So, Spielbericht. Regierung ist und Simulation ist gut, künstliche Intelligenz ist wichtig, Dialoge ist nicht wichtig, okay. Gambling und Erwachsene ist schrecklich, okay. Ja, von Gambling, das ist jetzt natürlich auch keine gute Idee gewesen. Warte, ich gehe nochmal in die Spielehistorie. CO Pets Reloaded, Landwirtschaft Simulator 4. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal ein ganz neues Thema. Und zwar, ja, nehmen wir einfach mal Verbrechen. Passt ja zu mir. Just kidding. Fertiggestellt. Dann machen wir mal ein Polizeigame. Polizeisimulator. Das dürfte sich an eine Erwachsene richten. Auch eine Simulation Plattform. Ja, Erwachsen ist halt hier echt schlecht. Aber hat halt den größten Marktanteil, ne? Wieso ist der PC eigentlich doch da? Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Ich will jetzt nicht unbedingt 80.000. Ich kann überhaupt nicht 80.000 bezahlen. Leute, dann müssen wir, glaube ich, ein anderes Spiel machen. Dann müssen wir nochmal... Wir haben nicht wirklich viel. Wir machen jetzt einfach mal... CO Pets Extreme. Und das richtet sich natürlich an Kinder. Virtuelles Haustier, Simulation, ja. Gambling. Und Spielengine natürlich die Evolution Engine. Weiter... Natürlich die gute alte 2D-Grafik und wir haben schon fast kein Geld mehr. Fängt ja gut an. So, Gameplay, Story und Quest. Engine? Naja. Und wir sind im Minus. Naja, solange wir nicht ins 50.000er Minus kommen, ist alles okay. Künstliche Intelligenz sehr wichtig. Dialoge gar nicht. So. Mach schneller. Nicht am Kopf kratzen. Programmieren. Junge, wir sind im Minus. Deine fast tausende... Ja, wir haben fast 1000 Fans. Die warten. Du musst dich beeilen, Junge. Sound, Grafik. Obwohl, hier steht... Ich verstehe das nicht. Heißt das, dass es wichtig ist? Ich mach's einfach mal. Oh Gott. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob wir jetzt pleite gehen. Das ist ja gerade im Pausenmodus, also egal. Und wir haben viele neue Upgrades. Erste Bewertungen, okay. Okay. Du liebst es, Alter. Wunderschön. Oh, vielen Dank, Informed Gamer. Großartig. Noah, 9 Punkte. Ich glaube, so viel haben wir noch nie bekommen. Mehr bitte. Alter, das riecht nach einer Fortsetzung. Mach schnell. Oh mein Gott, wir sind am Mars, das ist wieder ein Plus. Oh, Vena will eine neue Konsole machen, okay. Bald sollte ja auch Sony und Microsoft kommen. Ach du Scheiße. CO Pets Extreme hat mit über 50.000 verkauft. Wir haben in der dritten Woche einen Firmenrekord aufgestellt. Oh mein Gott, Alter. CO Pets Reloaded haut ja richtig rein. Und wir haben hunderte neue Fans. Boah, wie viel Geld wir einfach haben. Okay, dazu muss ein Spielbericht erstellt werden. Ich glaube einfach Konsole, Kinder und Haustiere, passt einfach alles gut zusammen. Boah, wir haben fast 500.000. Die Vena Oasis. Okay.
Alle Konsolen von damals kenne ich dann jetzt noch wieder nicht. Einige aber schon. Oh. Alter. Hier rauf. Engine ist sehr wichtig. Und die Themen, Zielgruppenübereinstellung ist großartig. Okay. Dann. Was können wir denn noch so machen? Marketing ist jetzt, glaube ich, sehr wichtig, ne? Wir haben ja gerade sehr viel Geld. Und wir müssen auch einen Hit landen, damit wir richtig erfolgreich werden. Jetzt gerade brauchen wir uns um Geld erstmal keine Sorgen zu machen. Aber als Programmierer begibst du dich ja sowieso oft in den Ruin. Marketingoptionen am Aktionsmenü, okay. Hier? Nee. Und wahrscheinlich Marketing bringt uns dann wahrscheinlich Hype, ne? Forschung? Was sind Casual-Spiele? Bessere Benutzererfahrung. Open World ist sehr wichtig. Wir machen gleich einfach mal so ein Mittelalter Open World Game, oder? Wäre mal ganz gut, finde ich. Und ich glaube, es ist nicht normal, dass wir in Jahr 6 erst in diesem Büro sind. Aber egal. So, ja, ich würde gerne so ein Open World Game machen. Aber. Plattform. Oh, die Vena Gear. Na, die verliert jetzt an Anteilen. Alter, Lizenzkosten 100.000. Ja, was soll ich, ein Landwirtschaft? Stimmt, Leute, ich glaube, wir haben gerade einen Landwirtschaftssimulator verpasst. Den Landwirtschaftssimulator 5 haben wir, glaube ich, gar nicht gemacht. Okay, Landwirtschaftssimulator 6. Hat er sich an alle gerichtet? Ich glaube schon. Genre, Simulation, Plattform. Ja, ich nehme den Gameling, Evolution Engine, weiter. Und schon 60.000 aus dem Fenster geworfen. Oh, Story und Quests, naja. Engine, okay. Wenn da so ein Plus steht, dann mache ich es halt. Level Design scheint sehr wichtig zu sein. Künstliche Intelligenz scheinbar auch. Ich verstehe diese Plus halt nicht, Leute. Ich halte mich jetzt einfach nur an die. Wenn das Spiel jetzt ein Flop wird, weiß ich, dass ich mich nicht an die halten soll. Sound, Spielwertdesign eher nicht. Grafik schon. Uff, wir haben wieder schon über 100.000 in dieses Game investiert, aber mittlerweile ist das Norm. So. Und hätte ich jetzt Marketing machen können? Wahrscheinlich. Noch ein Technologiepunkt. Und wieder zwei neue Rekorde. Und sehr viele Levelaufstiege. Einfache Zwischensequenzen und bessere Dialoge. Okay. Erste Bewertungen. Hui. Oh. Oh mein Gott. Muss man haben. Oh mein Gott, Leute. Eines der besten. Ach du Scheiße. Jeder liebt es. Hier sehe ich. Mein neuer Favorit. Wie könnt ihr Landwirtschaftssimulator so lieben? Also ich meine, ich habe ihn auch. Ich mag ihn auch gerne, aber... Oh mein Gott. 100.000 Einheiten in der ersten Woche. Landwirtschaftssimulator 6 hat mit über 100.000 verkauften Stück einen neuen Firmenrekord aufgestellt. Oh mein Gott. Okay, neues Büro. Ja, gerne. Oh, schick. Willkommen in deinem neuen Büro. Jetzt, wo der größte Büro ist, kannst du Mitarbeiter einstellen, eine Weltklasse entwickeln, Team zu bilden, bla bla bla. Erstmal will ich in Geld baden. Wahrscheinlich kann ich so über 2 Millionen schon umziehen. Oh mein Gott. Unsere Marktanalysen zufolge ist für kurzem Spiel Landwirtschaft und ein Überraschungserfolg bei den Spielern. Der Entwickler Raxo Evolution ist ziemlich neu in der Spielebranche. Trotzdem erwarten wir gespannt, was er als nächstes entwickeln wird. Okay. Du musst Mitarbeitermanager-Training abschließen, damit du jemanden einstellen kannst. Trainings? Mitarbeiterliste? Ich glaube, einen Nachfolger zu wählen, wäre jetzt erstmal nicht so schlau. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal Kinderspiele machen, weil die erfolgreichste Konsole halt für Kinder ist. Wir machen jetzt einfach, Leute, CO Pets Extreme
Reloaded. Richten sich natürlich an Kinder. Simulation. Plattform. Gambling. Ja. Evolution Engine. Weiter. Das ist so witzig, dass ich da jetzt aber unten sitze. Engine scheint wichtig zu sein. Story und Quest finde ich sind auch wichtig. Gameplay auch. So, ist eigentlich alles wichtig, was da gerade war. Wenn man sich mehr an diese Plusse hält, das ist schon mal ganz gut. Und wir haben fast 500.000 verkaufte Einheiten. Das ist heftig. Und ein neuer Rekord. Aber kein Levelaufstieg. Schade. Mann, hier sind echt viele Plätze. Nintendo hat eine neue Konsole angekündigt. 16-Bit-Grafik. Krass, Alter. Fans auf der ganzen Welt haben auf diesen Moment gewartet, Alter. Oh, ich habe einen besseren PC, fällt mir gerade auf. Und? Ach ja, nette Erfahrung. Durchschnittsbewertung, finde ich. Zeigt Potenzial. Unterhaltsam. Sehr gut. Okay. Alter. Das ist so komisch, einfach 100.000 Einheiten in der ersten Woche letztes Mal. Und jetzt im Vergleich so wenige. Ich liebe dieses Spiel, es macht Spaß. Aber ich frage mich trotzdem, wie ich ein Training abschließen kann. Klicke einfach auf den Spielercharakter. Lol, ach so, trainieren. Mitarbeiterverwaltung. Und 65.000 verkaufte Einheiten. Hey. Nice, Alter. Der Super TES wurde veröffentlicht. Budget. What? Okay. Ich gebe dir erstmal 30.000 pro Monat oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Komplexe Algorithmen. Okay, was soll er mir geben? Er soll mir ein Demo-Spiel geben. Passt am besten. Ja. Ach, guck mal, die haben jetzt auch ein Gehalt. 17.000 pro Monat. Okay, zwei Leute. Frage ist, was finde ich jetzt wichtiger? Die Design oder Technologie? Die ist ein bisschen teurer. Die ist schon besser. Victoria, du bist eingestellt. Neue Forschung verfügbar. Mittlere Spiele? Was soll denn das heißen? Oh, was ist das für eine Leiste? Hä? Trainieren, feuern? Okay. Aber nein, Forschung. Wir haben viel zu forschen. Mittlere Spiele. Wieso muss sie jetzt allein daran forschen? Sie ist doch seltsam. Was ist das hier für eine Leiste? Verwirrt mich, Leute. Verträge mit Publishern. Oh, cool. Hallo, Raxo. Ich verfolge die Entwicklung von Raxo Evolution seit einer Weile und es scheint, dass sie nach ihrer kürzlichen Expansion angefangen haben, größere Spiele zu entwickeln. Ich habe hier noch kein einziges Spiel. Doch, eins habe ich, aber das wurde nur mittelmäßig angenommen. Umfangreichere Spiele verdienen es, von einem größeren Publikum wahrgenommen zu werden. Ich habe 6.000 Fans. Das ist nicht genug. Das ist der Punkt, an dem Publisher von Vorteil sind. Ein Publisher wird ihre Spiele weltweit vermarkten und verkaufen. Er würde ihnen auch bei der Finanzierung behilflich sein. Im Gegenzug würde er einen Großteil der Gewinne selbst einstreichen, aber da die Verkäufe viel höher ausfallen werden, lohnt es sich meistens trotzdem. Das weiß ich. Ich kann sie mit ein paar Publishern bekannt machen. Ja, ja, ja. Verträge mit Publishern wurden freigeschaltet. Okay. Publisher-Vertrag finden. Trotzdem Forschung. Also können jetzt sozusagen zwei Sachen gleichzeitig geforscht werden. Das ist praktisch. Einfache Zwischensequenzen. Und jetzt forschen tatsächlich beide gleichzeitig. Und ich verstehe diese Leiste immer noch nicht. Ist das eine Erschöpfungsleiste? Jetzt ist die Leiste weg. Ist das die Einstellungs... Ich habe keine Ahnung, was soll das sein? So, forsch weiter. Miete. Die Medien sind begeistert, bla bla bla. Wonny mit einem Invento? Ja, ich habe keinen Bock zu lesen. Junge! Alter, so viel will ich nicht lesen. So. Ah, schau an. Vielleicht dann doch nochmal ein neues Thema machen. Forschung. Neues Thema? Nein? Oh, wir haben gar keine Forschungspunkte. Ach so.
Kann jemand einen Spielbericht machen? Ja, perfekt. COPets Extreme Reloaded. Braucht natürlich einen Spielbericht. Und ich habe immer noch dieses komische Pong-Ding hier. Ein bisschen seltsam. Wir haben 54.000 monatliche Kosten. Der TES wird bald vom Markt genommen. Okay. Spielbericht. Künstliche Intelligenz ist wichtig. Ja, die Plattformbeeinstellung ist gut. Gameling Kinder, großartig. So, jetzt haben wir immer noch nicht genug. Okay. Dann entwickeln wir mal ein mittleres Spiel. Was haben wir denn so für Plattformen? Gameling hat immer noch den größten Marktanteil. Da können wir irgendeine mittlere Simulation machen. Simulation. Ja, für alle soll das geeignet sein. Ist nicht unbedingt, ne? Landwirtschaftssimulator 7 haben wir noch nicht. Und der Landwirtschaftssimulator ist ja auch recht erfolgreich gewesen. Landwirtschaftssimulator 7. So, wir haben ja alles. Die Evolution Engine ist natürlich auch schon ausgewählt. Ja, perfekt. Super. Und die Grafik kostet jetzt 60.000. Wahrscheinlich, weil es ein mittleres Spiel ist, oder? Was ist denn das hier? Okay. Engine ist wichtig. Story und Quests eher weniger. Mitarbeiter? Lol. Nein, Junge. Jetzt muss ich die Mitarbeiter auf die Bereiche aufteilen. Ja, da mache ich Engine, sie macht das hier und ich mache noch das hier. Damit ich mehr mache, weil ich talentierter bin. Haha. Ist so ein bisschen weird. Wir sind hier so zu zweit und sitzen voll weit voneinander entfernt. So, hält mal Mitarbeiterkonversation. Uff. Okay. Das ist natürlich schlecht, ne? Dann machst du mal das hier. Und ich mach das hier. Und ja, sie macht noch das hier. Und sie ist 104% ausgelastet. Wir haben zu wenig Mitarbeiter, Leute. Kacke. TES wird nicht mehr unterstützt. Was passiert, wenn ich den TES auswähle und der einfach nicht mehr unterstützt wird, während ich programmiere? Dann mache ich Sound und sie macht das hier und noch das hier. Und wir beide sind total überlastet. Und das Spiel wird dann wahrscheinlich in der Produktion total kacke. Aber egal. Denn nur das Geld zählt. Wir machen einfach ein total übertriebenes Cover, das viel zu viel verspricht. So, es macht die Bugs weg. Nicht um Design kümmern, einfach nur Bugs wegmachen. Vielen Dank. Neuer Rekord im Design. Und 2D-Grafik haben wir auch einen Levelaufstieg. Wir haben drei. Oh mein Gott, wir haben 3D-Grafik freigeschaltet. Das müssen wir gleich erforschen. Komm, erste Bewertungen. Ach du Kacke. Oh nein. Ja, wir brauchen mehr Mitarbeiter. Füllt die Erwartungen nicht ganz. Hat seine Momente. Hab schon Besseres gesehen. Egal, Leute. Hauptsache, wir kriegen Geld. Uff. Okay. Ja, ich würde es trotzdem mal was Publisher-Vertrag finden. Mystery Simulation, Mittelalter Action, irgendein Thema und Rollenspiel, Extremsport und irgendein Genre. Achso, die geben mir einfach nur Geld? Ja, keine Ahnung, Leute. Ich glaube, wir brauchen noch einen Mitarbeiter. Ja, hier so. Ein Demospiel, bitte. Wir brauchen einfach nur jemanden, der noch was macht. Weil wir jetzt gerade beide ziemlich überlastet waren. 18.000 pro Monat und 10.000 pro Monat. Ja, Arthur, du bist unsere einzige Möglichkeit. Oh, Berühmtheit, stelle eine Berühmtheit an? Was, der ist berühmt? Du bist berühmt, Digga. Ich bin so stolz auf dich. Forschung. 3D-Grafik. Das ist jetzt sehr wichtig. Und so, du, wir können überhaupt nichts forschen. Dann trainieren. Juwelen der Spieleentwicklung. Ja. Dann gebe ich dir mal Punkte.
Ah, Arthur. Hi Chef, ich habe ein Talent für Sicherheitsfragen und ich glaube, ein paar Sicherheitsverbesserungen würden unserem Büro nicht schaden. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich glaube, eine Investition von 50.000 würde die Sicherheit stark verbessern. Ja, wenn es nicht funktioniert, bist du gefeuert. Danke Chef, ich werde sofort damit anfangen. Super. Security Upgrades, was kann denn passieren? Wow, sie hat ein paar neue Punkte gekriegt. Auftragsarbeit juckt mich nicht. Feuer, nein. Ich will ein neues Spiel entwickeln. Ja, wir haben halt gerade überhaupt... Mach mal einen Spielbericht dazu. Und du machst mal einen Spielbericht dazu. Ja, genau. Einfach zu unserem wunderbaren Landwirtschaftssimulator mal ein paar Spielberichte machen. Why not? Grafik ist sehr wichtig. Okay. Ja. Leute, da würde ich mal sagen, das war's dann mit dieser etwas längeren Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mich mit einem Daumen nach oben wissen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir noch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss, Leute.